Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen. Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen. Ich habe guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu Ende kommen werden. Ich hoffe in einem positiven Geist und mit einem guten Ergebnis für unser Land.